Ciao bis Daui. So. Crisis Remastered. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Deutsch. Drücke Plus, um fortzufahren. Einzelspieler. Neues Spiel. Wir spielen auf normal, okay? Crysis will ich erst nach. Wie, du willst Crysis erst nach Bioshock sehen? Bioshock sind drei Spiele. Wann willst du denn Crysis sehen? In 5 Jahren oder was? Delta. So. Daten werden geladen. Wir spielen Crysis auf der kleinen Nintendo Switch. Früher für Crysis braucht ihr einen Ultra-Hightech-PC. Und dieses Früher war vor ein paar Jahren erst. Delta Kadett. Ich meine, nach dem ersten Teil. Warum sollte ich nach dem ersten Teil ausmachen? Wir machen danach Teil 2. Fabi, wir machen danach Bioshock 2. Und danach Bioshock 3. So. Daten werden geladen. Flashbang-Granaten machen den Gegner. Ja, Ladezeit ist schon vorbei. Nicht mal den Text kann man lesen. Schade. Hier spricht Dr. Helena Rosenthal vom IAS-Forschungsteam auf den Link Schaninseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Feld. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Bitte, 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 bitte. Das geht das um Aliens, Leute? Tage später. Deutsche Sprachausgabe. Wir sind in den Linkscheininseln, Philippinisches Meer, 2020. Ja, spielen wir, Daniel, mit Raytracing und alles an. Zentrale, hier ist Sky Chief. Sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Negativ, Sky Chief. Kein Unwetter in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. So, wir werden jetzt dort landen und gucken, was da los ist. Hey, Nomad. Gibt's dich auch noch mal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns. Das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Leute, das ist Spielgrafik. Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosenthal ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor-Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen rein. Los, los, los! Los, los, los! Da ist die Insel, Leute. So, das ist schon Spiel. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen landen. Lässt uns G-Sock neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich hab von diesem Typen gehört. Wo wollen wir landen? Er muss was entdeckt haben, nach und das sich. Alles hier rechtfertigt. Von mir okay. aus. Pfeil nach uns ist nach sich. Ich weiß, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Die Grafik ist wir so gut, nicht ne? Viele Schaut euch das Wasser an. Auf die USS Constitution
Schaut euch die Insel an. Müssen wir improvisieren. Und alles 60 FPS. Schirme öffnen auf mein Kommando. Ohne Upscaling. Was zum Teufel? Seht ihr das? Robert hat's erwischt. Wir sind abgestürzt. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich habe keinen Reserveschirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Energie kritisch. Irgendeiner hat unser Schirm kaputt gemacht. Unseren Fallschirm. So. Nomad, wie ist Ihr Status? Wir sind im Wasser. Mein Herz ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Ben unterwegs. Strand ist dort, ne? Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, okay. Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Jester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen. Shit. Unser Anzug ist kaputt. Unser Anzug ist kaputt. Robert, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Lol, wir können die Schildkröte werfen. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Ich find's lustig, dass Livegamer echt denkt, dass ein Mischpunkt sei. Er ist halt PlayStation gewohnt. PlayStation-Grafik. So, das Gute ist, hier, Bewegungssteuerung. Er ist Tarnmodus. Wir können uns unsichtbar machen, aber das kostet Energie. Okay, es kostet Energie. Minus. Aufsätze. Kein Aufsatz. Okay. Leute, das ist echt gute Grafik, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. So, wir können rennen, aber alles braucht Energie. Okay. Tarnfeld aktiviert. Rennen und Nachtsicht. Okay. Linke Schultertaste ist anvisieren. Das ist echt dunkel. Gucken wir mal. Hier, das Wasser ist auch mega geil. Übrigens hier, wir sehen sogar unsere Beine, ne? Mega geil, Leute. Crysis. Gibt's für alle Konsolen und für PC. Super cooles Spiel, Leute. Kostet auch nicht viel Geld. Ars ducken. Haltnis hinlegen. Brauchen wir nicht. Rechter Stick rein und ist Nahkampf. Benutzen Sie Ihren Schalldämpfer. Wie denn? Schalldämpfer X. Ah. Taschenlampe, taktischer Aufsatz. Aufpassen, Nomad. Feindkontakt auf 12 Uhr. Wir haben ihn. Hey, ist doch saugute Grafik, Leute. Doch voll gute Grafik. Ich weiß nicht, was ihr habt. Auf dem Radar werden mir Gegner angezeigt. Seht ihr das unten links auf dem Radar? Oh lol, hier sind einfach... Seht ihr das? Hier sind einfach so Krabben. Werde ich... Oh Gott. Ah, okay, man wird geheilt mit der Zeit vom Anzug. Oh, das ist so geil, oder? Schaut euch diese Grafik an. Bin gespannt, wie es diesen 5 wird. Ich tippe auf Star Wars, ohne Witz. Irgendwie hat das so Star Wars-Feeling gehabt am Ende. Auch so, wie man mit dem Battlebus durch die Gegend flog. Das ist doch einfach Star Wars gewesen.
Und im Dezember war doch immer Star Wars, oder? Dezember war immer Star Wars. Aber es kommt dieses Jahr kein Star Wars Film. Mandalorian. Vielleicht irgendwie Mandalorian. Vielleicht wird es eine Mandalorian Season. Minky, wunderschönen guten Abend. Prophet, hier Estek. Hören Sie mich? Ja. Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Mich hat auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Estek, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. In den Bäumen hängt er. Ich habe mir die Haare selber geschnitten, Minky. Sieht es so furchtbar aus? Also hier die Koteletten, die muss ich noch nachschneiden. Weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Halte X gedrückt, Waffenauswahl. L, ausgewählte Waffe fallen lassen. Nee, warum sollte ich die fallen lassen? Warum sollte man Waffen fallen lassen? So, wir gehen in den Dschungel rein. Ey, Dani, jetzt musst du aber zugeben, ne? Dass Ark echt schlecht aussieht im Vergleich. Und hier ist auch ein Dschungel. Ist auch eine Insel. Aber Ark war halt selbst auf dem Computer nicht optimiert. Sieht gut aus, nur nächstes Mal vielleicht Bart nicht so kurz. Bart wird eh nachwachsen. In 2 Tagen ist der Bart wieder voll. In 2 Tagen ist der Bart wieder voll, keine Sorge. Am Freitag werden wir wieder hübschen Bart haben. Tarnfeld aktiviert. Warte, was? Warte, ist das da böse? Nee. Das ist ein... Komm schon, wir müssen zuerst hin. Das ist unser Kumpel. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Estek? KVA-Patrouille, 4 Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Was, Baby Yoda und Mandalorian soll als Kind kommen, siehst du? Estek, was ist da los? Also wird's eine Star Wars Season. Aber wie wir schon gesagt haben, Live Gamer. Estek, Lagebericht! Jetzt! Irgendwas hat ihn angegriffen. Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Prophet, hilf mir! Das sind nicht die Koreaner. Das sind nicht die Koreaner. Helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Das sind nicht die Koreaner, die da angreifen. Wo muss ich hin? Hä? Wie komme ich da hoch? Dieser Dschungel. Bleib lieber im Panzer. Leute, das ist so geil, oder? Crisis. Was ist das? Lohnt sich. Lohnt sich das Spiel. Nomad, wir müssen Aztec finden. Zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Mir gefällt das nicht, Mann. Das Spiel ist aktuell im Angebot bis morgen, Toda. 19 Euro, glaube ich, statt 40. Ist aktuell im Angebot. Oder 15 Euro, oder irgendwie sowas war das. Verdammter Mist! Hälfte Rabatt. Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Wieso ist er? Er ist tot, Boss. Verdammt! Guck mal, der blutet. Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? Das waren nicht die Koreaner. Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Das Spiel ist aktuell im Angebot. Bis morgen noch. Black Friday Deal. Gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Also wenn, dann musstest du jetzt holen, Toda. Was ist mit Aztec, Sir? 920 Euro. Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Hä? Ach so.
Verdammt, daran werde ich mich nie gewöhnen. Die haben den Anzug vernichtet, damit der nicht in der fremden... die Technologie in fremden fremden... Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Stoße zur Landezone. Die Landezone ist unten, immer auf die Karte achten. Das Gute ist, ihr könnt halt mit dem rechten Stick umschauen, linken laufen und ihr könnt noch Bewegungssteuerung machen. Was richtig geil ist. Also zusätzlich zu dem normalen Zielen könnt ihr halt noch feinjustieren mit Bewegung. Und damit kann man richtig gut zielen. Also teilweise genauso gut wie mit Maus, würde ich behaupten. Ey, warum bist du hier? B halten, vorspringen. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. KVA-Patrouille, kümmern Sie sich darum. Aber leise bitte. Feuermodus wechseln. Leise. Energie kritisch. Oh, Alter, 13 HP haben wir noch. Life Gamma, du bist aus dem Bus rausgesprungen. Hast du es nicht gesehen? Du bist aus dem Bus rausgesprungen. Ey, aber ganz ehrlich, so kurze Haare, so scheiße sieht das gar nicht aus. So scheiße sieht es gar nicht aus. Nur kurzer Bart sieht scheiße aus. Aber langer Bart sieht auch scheiße aus. Ich habe den JSOC-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Angst. Okay, deaktivieren Sie den Störsender. Oh, das ist so geil hier mit dem ganzen Gras. Mit diesen... mit der ganzen Vegetation. Und jetzt hier noch die Lichteffekte. Wir haben am Stand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Übrigens, Sie denen in die Arme laufen. Kurze Auflösung. Wir spielen das Spiel auf der Nintendo Switch, Leute. Das Spiel läuft absolut flüssig, sieht absolut geil aus. Wir spielen das Spiel auf der Nintendo Switch. Hier. Falls ihr mir nicht glaubt, das ist die Nintendo Switch. Und das ist absolut supportwürdig, oder? 19 Euro kostet das Spiel nur. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Das ist ein Fortnite-Skin. Hier kriegt ihr ein ganzes Spiel in guter Qualität. ZL ist Zoom. Warte. Das hier muss ich zerstören. Das Ding muss ich zerstören. Okay. Okay. Oh Mann, ich darf aber nicht entdeckt werden. Ich sehe ein Ziel. Tarnfeld aktiviert. Scheiße, die haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Hä, wie kann ich denn entdeckt Energie werden? Energie kritisch. Ja, ihr könnt die komplette Umgebung zerstören. Und jetzt ist es Switch, ne? Der hat einfach den Baum hinter mir gefällt. Und hier sind jetzt einfach so Vögel, die Angst haben, weil wir schießen. Wir haben einfach die Bäume jetzt umgeschossen, seht ihr das? Ich hoffe, morgen im Battle Pass. Viel Spaß.
viel Spaß mit dem Editor. Ich werde mir wahrscheinlich nicht holen. Nein! Tod. Du kaufst auch den neuen Battle Pass, Toda? Oha. Ich glaube, ich werde den nächsten nicht holen. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Gute Nacht, Fernglas, bevor sie denen in die Arme laufen. Ja, okay. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Ich hab was gesehen. Tarnfeld aktiviert. Ach toll, trotzdem wurde ich entdeckt. Wie gesagt, Bruder, das Spiel kostet immer bis morgen so viel. Danach kostet es wieder 40 Euro. Wenn, dann musst du es leider heute oder morgen kaufen. Im E-Shop. 7 GB oder so. Geht eigentlich. Oder du holst es halt auf dem PC, keine Ahnung. Switch mega. Du kannst das Ding halt einfach unterwegs auf dem Weg zur Schule spielen. So. Auf dem Fahrrad. Ja. Geil, oder? Was? Ah! Hä? Ey, du kannst halt echt alles zerstören hier. Bam! Bam! Nomad, wir sind blind, bis sie den Sender finden. Seht ihr das? Wir können das ganze Haus kaputt machen. Du kannst hier alles zerstören in diesem Game. Bam! Ich bin nebenbei am Far Cry. Wir spielen Crysis, nicht Far Cry. Seht ihr, wie geil das Spiel ist? Ja? Absolut genial. Ne, Pistole nehmen will ich nicht. Wie mache ich denn das Ding kaputt? Wow! Gute Arbeit, das sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. So, jetzt sehen wir wieder, wo wir hin müssen. Und das ist Open World. Die Landezone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Ich gehe lieber hier lang, oder? Ich gehe lieber hier lang, statt den Hauptweg. Ich ducke mich. Ah, ich laufe mal nochmal. Nachladen. Ich muss irgendwo hier lang. Mit B kann ich springen. Hier, das ist komplett Open World, Leute. Schaut euch das geile Wasser an. Und wir spielen immer noch auf der Nintendo Switch, ne? Das ist absolut genial. Und dann schaut ihr mal Ark an. Wollen wir hier einfach durchschwimmen? Oder wollen wir außen rumlaufen? Live-Chat. Durchschwimmen oder außenrum? Was sagt ihr? Lauf.
Ich soll laufen. Also nicht schwimmen. Da ist ein Ist das ein Verbündeter? Feind gesichtet! Hä? Okay, es war einfach ein Chinese. In Deckung, Nomad! Ihr Anzug wird beschädigt! Was? Durch Farquhar habe ich gelernt, dass Schwimmen riskant ist. Gut, Software beendet. Switch kaputt. Ich brauche eine neue. Vielleicht ist die Switch ja wirklich kaputt. Und Twolz und Ei kann gar nichts dafür. Ne? Vielleicht ist wirklich meine Switch kaputt. So sieht's aus. Vielleicht hat die Xbox die Switch angesteckt. Das ist keine Xbox, Fabi, das ist die Switch. Wie viele Zuschauer habt ihr bei euch? 21? Ne, ist kaputt, ne, bei mir. Wie viele Zuschauer sind wir denn noch? Bei mir steht 21, das haut doch gar nicht hin. 5? Echt jetzt? 5? Die Landezone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Sind wir wirklich nur 5 Zuschauer? Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Energie kritisch. Ich glaube, ich schwimme. Gibt es Fische? Du hast doch Crossbow-Code schon gekauft, Toda. Wann spielst du das? Wir sind ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Psycho und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie auf. Der Feind hat sich tief eingegraben. Klar, Prophet. Und Zeusus LP, herzlich willkommen. Hallöchen. Siehst schick aus. Dein Ernst jetzt? Oder machst du dich witzig über mich? Ich kann das nicht einschätzen. Laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Roger. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. Wie war dein Tag bisher? Oder dein Abend, Zeusus? Finde ich wirklich. Oh, vielen lieben Dank. Du siehst auch süß aus. Kann ich die Dinger hier nehmen? Ich will eine Grappe. Oh, warte, man kann die ja wirklich in die Hand nehmen. Wie geil ist das denn? Ich habe eine Grappe. Hast du Mandalorian weitergeschaut, Zeusus? Oh mein Gott. Ey. Tarnfeld aktiviert. Tarnmodus. Wir spielen. Oh mein Gott. Wir spielen gerade Crysis auf der Nintendo Switch.
Und jetzt mal im Ernst, die Grafik sieht so episch aus, oder? Du hast bestimmt gedacht, dass wir das gerade auf der PlayStation 5 spielen, oder? Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Lernreich. Und bei dir? Ich muss aber bald ins Bett. Ich muss auch bald ins Bett. Ich muss ja morgen wieder früh raus arbeiten. Wobei, ja, arbeiten ist tatsächlich einfacher als lernen. Versucht mal übermüdet zu lernen. Das schafft man nicht. Übermüdet arbeiten geht. Kein Ding. Sollte man nicht jeden Tag machen. Aber es ist deutlich einfacher als rumzusitzen und sich langweiligen Lernstoff reinzuquälen und dabei einzuschlafen. Sehr, nicht Nähe. Sehr lernreich. Okay. Sieht cool aus. Ich bin halt wirklich beeindruckt von der Grafik. Weil ich habe schon so viel Schlechtes auf der Nintendo Switch gesehen. Und die Switch kann halt wirklich mehr. Tarnfeld aktiviert. Als viele glauben. Mein Anzug wird beschädigt? Ja. Laut, ich habe 50 HP. Okay, jetzt habe ich mehr. Gott. Ey, das Spiel. Was? Es gibt einen Panzermodus? Es gibt einen fucking Panzermodus. Mit L komme ich in den Panzermodus, aber es kostet alles Energie. Achtung, wir haben das Notsignal bis in ein Tal 3 Klicks östlich von hier zurückverfolgt. Psycho und ich sind unterwegs. Kommen Sie zum Treffpunkt, aber passen Sie aber auf. Aber das ist cool, wenn dein Tag lehrreich war. Dann ist dein schlechtes Gewissen nicht ganz so groß, ne? Kann ich vielleicht dieses Fahrzeug benutzen? Natürlich kann ich dieses Fahrzeug benutzen. Alter. Okay, wir werden jetzt einfach an allem vorbeifahren. Oh. Ich muss noch viel machen. Hast du eigentlich eine Hausarbeit oder so, die du jetzt machen musst? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fahre einfach an allem vorbei. Das Fahrzeug dampft. Vielleicht sollte ich aussteigen. Laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Wie steige ich aus? Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. Wir sind hier auf den Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommen Sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten. Boston fange ich in den Ferien erstmal an. Kam heute nicht mal dazu, die Käse-Nuggets zu kaufen. Oh nein! Wirklich nicht. Energie kritisch. Hättest du was gesagt, hätte ich sie dir vorbeigebracht. Mein Tag war deutlich entspannter. Ich war halt nur im Homeoffice, sprich zu Hause, hab dort halt gearbeitet und das war's eigentlich schon. Das Gute ist halt, nach der Arbeit machst du halt einfach Laptop aus und kannst dann chillen, ne? Du musst dich nicht mehr um irgendwas kümmern, kopfmäßig. Sondern kannst direkt entspannen. Leider nicht raus. Maximale Panzerung. Wo muss ich hin? Muss ich zum Gelben oder muss ich zum Grünen? Habt ihr aufgepasst? Klingt entspannt. Das ist halt der Punkt, warum ich zum Beispiel die Uni nicht mehr vermisse. Dieser psychische Stress ist halt vorbei, ne? Hat irgendeiner aufgepasst, wo ich hin muss? Muss ich zum Gelben oder zum Grünen Punkt? Aber man kann Arbeit und Freizeit nicht mehr so gut trennen, oder? Doch. Wenn du dich selbstständig machst, dann hast du das Problem, glaube ich. Zum Beispiel hier, was Stream angeht und so.
da fällt es einem ganz schwer, irgendwie Freizeit und Arbeit zu trennen. Das passiert mir sogar schon mittlerweile. Dass vieles halt schon gar nicht mehr Freizeit ist, sondern eher Arbeit. Und ich vielleicht auch ein bisschen übertreibe mit dem Stream. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sehe nichts. Aber ich bin gleich schon wieder tot. Klingt ein bisschen schwierig. Nein, Quatsch. Schwierig ist das. Oh Gott, das Fass explodiert gleich, oder? Oh mein Gott. Okay, okay. Ruhig, 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 ruhig. Energie kritisch. Alter, das Spiel ist verdammt schwer. Gelber Punkt. Ich soll zum gelben Punkt. Und was ist der grüne Punkt? Was ist der grüne Punkt, oder? Wieso überfordert mich das Spiel schon direkt am Anfang? Kann das Spiel nicht einfach anfangen und dann schwer werden? Ja, die Sache ist halt, ne, wenn du halt irgendwie den ganzen Tag nur zu Hause bist, sei es Corona oder sei es, weil du halt nichts anderes gerade vorhast. Dann verbringe ich momentan halt sehr viel Zeit mit Streamen. Nomad zum Kontrollpunkt im Sprintmodus. Im Sprintmodus. Ich kann aber nicht die ganze Zeit rennen. Tarnfeld aktiviert. Wow. Hat ja lange gehalten, Kappa. Oh mein Gott. Da ist nichts. Ah, wir wurden nicht entdeckt. Ich glaube, wir sollten immer so sneaky vorgehen. Ah, die haben alle Munition. Die haben alle Munition. Scheiße. Ist aber auch deprimierend, immer zu Hause zu sein. Jedenfalls geht es mir so. Ja, mir geht's auch so. Ich hatte tatsächlich schon überlegt, irgendwie ein Haustier anzuschaffen, aber das ist auch irgendwie blöd. Ja, wie gesagt, Corona ist irgendwie so die beste Zeit, irgendwie Zeit mit der Familie oder Freundin zu verbringen. Wenn man welche hat. Oder mit Freundin. Viel Freizeit wirst du nie wieder haben im Leben. Du brauchst einfach eine rasierte Muschi. Nein, ich brauche keine rasierte Katze. Wie nennt man die denn überhaupt? Nacktmulch? Nacktmulch? Die sind voll komisch. Du wolltest doch eine behaarte. Nein! Hund wäre cool, aber nicht in einer Mietwohnung. Und auch nicht, wenn man alleine wohnt. Gar keine Zeit, mit dem runterzugehen mittags, wenn ich wieder arbeiten bin. Außerhalb vom Homeoffice.
Okay, ich soll Zeit mit Freunden verbringen, obwohl Corona-Abstand und man soll sich nicht treffen. Toda. Mit einer Person darfst du dich treffen. Und mit deinem Partner darfst du dich natürlich auch treffen. Nomad, sie nähern sich jetzt dem Gefechtsstand. Aktivieren sie den Tarnmodus und schleichen sie sich rein. Du wohnst mit deinem Partner zu Hause. Aber ihr verbringt kaum Zeit, weil jeder Vollzeit arbeitet. Ihr habt halt effektiv immer nur das Wochenende, wo ihr Zeit miteinander verbringen könnt. Und da wollt ihr vielleicht auch ein bisschen Ruhe haben und so. Und Corona bietet sich halt echt an, irgendwie wieder mehr mit dem Partner zu unternehmen. Weil der Alltag ist ja so stressig, dass du jeden Tag irgendwie zur Arbeit pendelst, arbeiten gehst und irgendwie mega gestresst bist. Du hast jetzt halt mega viel Zeit in diesem Jahr gehabt. Hunde sind Liebe auf jeden Fall. Sie nähern sich jetzt dem Gefechtsstand. Aktivieren Sie den Tarnmodus und schleichen Sie sich rein. Was? Tarnmodus reinschleichen? What? Irgendwann werde ich mir einen Hund holen. Tarnfeld aktiviert. Ich glaube, vorher hole ich mir eine andere Wohnung. Wenn die Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringen müsste, müssen meine Freunde sein. Weil ich am meisten mit dir mache, Brownie. Oh. Let's go, Bruder. Aber leider bist du viel zu jung. Erstens bist du ein Kerl und zweitens würde ich mich strafbar machen. Uiuiui, habt ihr das gesehen? Das ist mega krass. Das ist mega krass, dass man einfach alles zerstören kann. Ich bin so geflasht von diesem Game. Und ich bin gar nicht mal so der Ballertyp, ne? Ich bin nicht so der Ballertyp. Ey! Maximale Panzerung. Was soll ich? Man sieht, dass ich nicht der Ballertyp bin, oder? So schlecht wie ich spiele. Maximale Panzerung. Okay, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Wir sind voll geheilt. Uff. Okay, wohl nicht. Dürfte ich gerade mal fragen bezüglich DVD? Ich bin jetzt im Übertragungswagen. Du kannst ja gerne bezüglich DVD fragen. Sehen Sie sich die Terminals an, greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Hör mal auf, mir Angst einzujagen. Was? Wie Angst einladen? Einjagen. Ich dachte, du sagst Frau Brownie. Luna, was? Frau? Als ich gesagt habe, ist das ein geiles Spiel, dachtest du, ich sag, ist das eine geile Frau? Das würde ich doch niemals sagen. Warte mal, ich muss hier irgendwas machen. Ich habe den Protagonisten nicht zugehört. Okay, ich bin drin. Starte jetzt den Download. Ich habe alles. Komme jetzt zum Treffpunkt. Wo ist der Treffpunkt? Gute Arbeit, Nomad. Ist der Treffpunkt bei... Laut dieser Berichte haben sie die gesamte Zivilbevölkerung in ein paar Tagen evakuiert. Was verstecken die Kerle? Es wird noch besser. Wie es aussieht, ist General Kyung für die gesamte Operation verantwortlich. Wenn Sie dachten, das wird ein Spaziergang, haben Sie sich geirrt. Kyung ist ein harter Brocken. Außerdem halten ihm seine Eliteeinheiten den Rücken frei. Was ist das denn gewesen? Hä? Zeigt er den Mittelfinger nach oben? Was ist denn mit dem los? Alter, haben wir ihm den Finger weggeschossen oder was? Nee. Komischer Dude. Bei Wohnung? Zeusus macht sich jetzt bestimmt was zu essen.
Kann ich dieses Auto hier benutzen? Man kann echt jedes Auto benutzen. Wie geil. Man kann jedes Auto benutzen. Ist einfach viel besser als Fortnite. So. Minky hat was geschrieben. Du kennst mich, sagt Zeusus. Ja. Aber sag nicht, du isst jetzt Pizza. Sag nicht, du machst dir jetzt gerade Pizza. Minky schreibt, okay, ich hatte gerade einen Killer, der mir ewig nachgerannt ist. Er hätte mehrfach die Möglichkeit gehabt, mich zu schnappen. Ich habe mich in einen Spind versteckt und er blieb locker 5 Minuten davor stehen. Er stand neben mir, als ich den Ausgang geöffnet habe und ließ mich entkommen. Irgendwie war das sehr creepy. Gibt es dafür Boni oder was als Killer? Oder kannst du die Frage beantworten? Oh doch, Pizza. Oh mein Gott. Du bist einfach ich in weiblich. Und lass dir die Pizza auf jeden Fall schmecken. Friseur, wie hässlich soll ich Ihnen die Haare schneiden? Brauni, ja. Danke dir, Fabi. So, wir müssen zum grünen Punkt. Ich versuche da einfach schnell hinzufahren, weil hier sind überall Gegner. Oh mein Gott. Lol, man kann einfach alles umfahren. Naja, fast alles. Offensichtlich nur Häuser. Ah! Rambo! Was? Warte, ich kann Häuser umfahren, aber nicht das da? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Man schnell tot in diesem Game. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Oh nein, jetzt muss ich alles nochmal machen. Was? Mir setzt Essen momentan, oder fest momentan, sehr schnell an. Deswegen sollte ich aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Sie nähern sich jetzt einigen Körperausstellungen. Räuchern Sie sie mit Granaten aus. Ich habe keine Granaten. Ach man, das ist doch scheiße. Wie kritisch. Was? Aber offensichtlich haben die Granaten. Maximale Panzerung. Das ist das Spiel schwer. Wir spielen auf leicht. Nein, wir spielen auf mittel. Wieso gibt mir Twitch eine Benachrichtigung, dass du streamst? Um dich daran zu erinnern, dass ich auch noch da bin. Kommen Sie sofort zum Treffpunkt. Hier ist etwas, das Sie sich ansehen sollten. Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Hä? Ich bin unterwegs. Okay, der Treffpunkt hat sich verändert. Maximale Panzerung. Ey, warum ist das Spiel so schwer? Zur Lockdown-Zeit. Es ist immer etwas schwieriger. Ach, das war schon vorm Lockdown. So. B halten. Okay. B halten. Energie kritisch. Stärkeren Sprung. Ich lass mal die Energie aufladen. Mein Akku ist alle. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft.
Ich hoffe, jetzt passiert nichts Unerwartetes. Oh, schon wieder so spät. Was ist das? Was zum Teufel? Da sind sie ja endlich. Was sagen Sie dazu? Wieso? Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken. Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss! Ich hab hier was! Ich sag immer noch, das ist eine außerirdische. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht, aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich glaube, es wird nie wieder ein Zimmer. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja. Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Es ist recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho. Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was das ist ein Befehl. Da ist was. Okay. Aliens confirmed. Es hat Chester! Wir müssen hier weg! Wir müssen hier weg! Los! Vorwärts! Los! Los! Weg oder hinterher? Wo ist es hin? Hier lang! Vorwärts! Los! Okay, wir müssen ihn hinterher. Von wegen weg. Das ist so heftig, dass das Spiel einfach absolut flüssig läuft auf dieser kleinen Konsole. Nicht traurig sein, Bruder. Nach Osten gehen wir. Vorwärts. Vielleicht kommt ja doch noch ein Xenoblade rein. WTF! Wir haben's. Oh, okay, doch nicht. Ist nur Ladescreen. Ich hatte mir heute übrigens überlegt, ob ich mir eine Pizza bestelle. Es war irgendwie so eine Pizza im Angebot. Bestellte Pizza schmeckt übrigens nochmal tausendmal besser als fertig Tiefkühlpizza. Und kennt ihr diese Pizzen mit Käserand? Ihr könnt Käserand dazu bestellen. Da ist einfach im Rand Käse drin. Kennt ihr das? Also wenn man sie bestellt. Ich meine jetzt nicht von Tiefkühl. Ich gehe aber gleich schlafen. Alles klar, Toda. Ich werde auch gleich schlafen gehen. Absolut. Und die mit Käserand ist einfach so lecker. Alter Schwede. Aber leider bin ich heute nicht auf das Mindestbestelldatum gekommen. Mindestbestelldatum? Mindestbestell... Tod. Verdammter Mist. Wert. Oh, verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Oh ja. Ja. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Ich habe jetzt auch ein Imbiss gefunden, welcher Pizza mit Käserand anbietet. Also jede Pizzeria wie Pizza Max. Mach's gut, Kumpel. Oder was sind das noch? Kolle Pizza. Die bieten alle Käserand an. Schade. Ich kenne Käserand. Und frisch gemachte Pizza mit Käserand ist einfach nochmal tausendmal besser als diese Tiefkühlpizza. Aufpassen, Jungs. Kommunikationszentrum voraus. Sie mir Deckung noch mit. Wir sind in einem fucking Dschungel und gleichzeitig auf einer Insel. In den Philippinen, ne? Waren das Philippinen? Ich glaube, das waren Philippinen. Psycho, geben Sie uns Deckung. Okay. Nomad, Sie kommen mit. Einkaufswagen?
Warte, ich kann diesen. Nichts als Leichen. Ich kann den Wagen nehmen. Okay. Rücken Sie zum Ü-Wagen vor. Greife auf den sicheren Kanal der KVA zu. Nomad, Sie und Psycho sichern das Gelände. Ich glaube, ich muss niesen. Nein, doch nicht. Wo redet ihr denn? Durchsuchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier. Okay, der redet einfach mit mir, wo ich da hinten stand. Lokalisierung der Geiseln hat Priorität. Verstanden? Verstanden. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. Finden Sie die Geisel im Dorf. Aktiviert. Okay. Austauschen? Nein, ich will keine Schrotflinte. Dieses Spiel ist irgendwie cool, aber irgendwie auch schwierig. Ich habe das Gefühl, ich spiele das Spiel falsch. So, ich gehe jetzt in dieses Fahrzeug rein und jetzt fahre ich einfach zum Ziel, oder? Ganz langsam, Jungs. Ihr wimmelt es von Scharfschützen und Patrouillen. Oh, okay. Ich werde jetzt deinen Treffpunkt sichern. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du dort bist. Ob sie es glauben oder nicht, aber wie es aussieht, ist General Ri Chung-Kyung für die Gesamtoperation verantwortlich. Ist klar. Der dieses Massaker befohlen hat. Was will der denn hier? Weiß ich nicht, aber halten Sie die Augen offen. Unser diese Typen sind Profis. Gefallen. Sollen wir links lang oder rechts lang? Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie ein Terminal und greifen Sie auf ihr taktisches Netzwerk zu. Ich glaube, ich muss aufsteigen. Ich bin tot. Okay, ich bin doch nicht tot. Was? Maximale Panzerung. Wow, okay. Du kannst bei GameStop jetzt Sarudo holen über diesen Link. Und ein Link. Oh, stimmt. Man kann ja jetzt Sarudo holen. Soll ich das machen? Zeusus, hast du Sarudo schon? Ja, ne? Du hast bestimmt schon Sarudo. Ich glaube, ich habe irgendeinen Stream von dir gesehen, wo du Sarudo hast. Ansonsten musst du mal auf den Link klicken. Ich hab Zarude schon. Ich hab Zarude am ersten Tag im GameStop abgeholt. Ich hab quasi vor meiner Haustür im GameStop. Oh. Nein. Nein. Hä? Hä? Nein. Hä? Hab ich. Okay, dann haben wir schon alle Zarude. Oder ist hier noch jemand, der Zarude braucht? Dann einfach auf den Link klicken. Toda, magst du das auf unserem Discord-Server auch nochmal rumschicken? Für die Leute, die jetzt gerade schon schlafen. Dass dann wirklich alle Zarude haben. Oha, wie cool. Ich habe tatsächlich auch schon alle legendären Pokémon gefangen. Aus dem DLC. Aber leider nicht Shiny. Und ich bereue es, weil ich kann jetzt nicht mehr Shiny handeln. Man kann ja jeden nur einmal fangen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich jetzt einfach nochmal Pokémon neu anfange. Was aber irgendwie mega blöd ist. Oder
Oder ob ich mir jetzt einfach Pokémon Schild kaufe. Was auch mega blöd ist. Weil da muss ich mir das DLC auch nochmal kaufen für 30 Euro. Und das sind einfach 90 Euro oder 80 Euro. Die ich einfach für das identische Spiel nochmal bezahlen muss. Norman, ich bin jetzt im Dorf. Warte auf Bestätigung des Ziels. Ein bisschen viel ist. Norman, wie es aussieht, hat die Karte Maria Hauptquartier im Rathaus. Das ist gleich neben der Schule. Wir müssen Sie mal finden. Suchen Sie im Gebäude Hinweise, wo Sie sein könnte. Hey, ich will hier rein. Okay, und hier kann ich natürlich nicht rein, oder was? Kann ich hier rein? Ah ja. Okay, wir sind in der Schule. Kann ich hier einfach durchs Fenster? Was? Ich kann nicht zielen. Energie kritisch. Prophet, ich bin im Rathaus. Scheint das Hauptquartier der KVA zu sein. Keine Spur von der Geisel. Sie müssen sie in der Schule festhalten. Hier sind Pläne einer Forschungseinrichtung. Könnte unsere Ausgrabung sein. Maximale Panzerung. Sobald Sie die Geisel haben, brechen wir auf. Gehen Sie zur Schule. Psycho ist unterwegs. Warte, was? Was? Ich bin noch in der Schule. Welche Pokémon-Edition hast du eigentlich? Zeusus? Also ich hab Schwert. Bruder, du hast Schild, ne? Ihr habt alle Schild, weil das Schild-Pokémon ist einfach deutlich hübscher, ne? Das legendäre Schild-Pokémon. Ich ärgere mich so, weil ich finde das Schild-Pokémon auch viel hübscher. Ich mag diese Mähne, diese dicke Mähne. Mein Pokémon aus Schwert hat dagegen einfach nur Maikas Mini-Würstchen. Links und rechts mit da hängen. Ich hab einen Raketenwerfer. Ich hab einfach einen Raketenwerfer. Hä? Hallo? Scheiße. Was hab ich? Wo ist meine Waffe hin? Nein. Ich hab meine Waffe verloren. Maximale Panzerung. Wo ist meine Waffe? Hä? Okay. Okay. Wieder da, mein Handy ist ausgegangen. Oh. Ich habe davon erzählt, dass ich Pokémon Schwert habe und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich finde das Pokémon, das Schild-Pokémon, finde ich irgendwie hübscher. Weil das so eine fette Mähne hat. Während das Schwert-Pokémon ja einfach nur so ein Mini-Würstchen, Maikas Mini-Würstchen hat. Links und rechts. Diese Wurstketten, kennt ihr die? Da muss ich immer denken. Ich steige jetzt hier einfach rein und fahre jetzt los. Ich habe Schild. Alle haben Schild. Alle haben Schild. Ich bin der Einzige, der Schwert hat. Schwert, Kappa mit Apollon. Ey, das ist Kappa. Ich glaube, ich muss hier rein. Maximale Panzerung. Nomad, sichere das Gebäude. Ich komme!
Was? 8 Schuss, okay. Ist jemand auf Toilette? Nein. Ist über uns. Ich pack sogar ein weiteres hinzu. Ein weiteres Kappa. Aber Doppelkappa ist ja so viel wie gar kein Kappa. Raus mit dir, du Mistkerl! Maximale Panzerung. Hä? Was? Bin ich jetzt hier richtig? Das Spiel ähnelt etwas Far Cry 3 von der Grafik. Pizza fertig. Lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Ich werde heute nicht schwach. Ich habe schon gegessen. Ich gebe ihn Deckung, Boss. Ich mache mir jetzt nicht nochmal Essen. Ich hab die Polizeiwache gemacht. Schon wieder? Wir haben einen der Archäologen lokalisiert. 23 Uhr. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich verabschiede ich bin mich. Okay. Ich dir eine das ist nicht mein Blut. Petowski. Alles klar, Franzi, gut gemacht. Irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren Sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist hinüber. Ich habe Langley vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen, aber irgendwas will nicht, dass wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest Ihres Teams? Petowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen, Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen? Sorry, Schätzchen, aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Hören Sie, wir haben Rosendahl überwacht. Ja, die Schatten sind jetzt nicht so geil. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal, was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber Sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich Ihrer Position. Verschwinden Sie, schnell! Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Matahari an einen sicheren Exfiltrationspunkt. Was soll ich denn machen? Zerstöre die KV. Eine Panzerdivision der KVA kommt in diese Richtung. Du musst die Kerle erledigen, damit ich den Zivilisten evakuieren kann. Wie? Holt sie euch! Junge! Wie soll ich denn die Panzer zerstören? Ich weiß nicht mal, wie ich meinen Raketenwerfer raushole. Ich habe, glaube ich, keinen Raketenwerfer. Steuerung nicht. Wir haben es jetzt gemacht, X, oder? X, okay, X ist Waffe wechseln. Panzer zerstört, easy. Achso, Sniper-Elite, nichts gel... Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. War auf dem Dach nicht Panzermunition? War auf dem Dach nicht Panzermunition? Ah, wir kommen nicht mehr auf dem Dach. Ich gehe nochmal zum Dach.
Da war, ich glaube, da war Munition für Panzer. Nicht Panzer. Für Raketenwerfer. Hä? Hier habe ich ihn eingebildet. Hier war keine. Doch, hier war Munition. Das ist da, oder? Jawoll. So, wo ist der Panzer? Von hier. Nomad, rücken Sie zum Treffpunkt vor. Roger. Easy. Kappa. Energie kritisch. Interessant, dass wir einfach jedes Auto nehmen können. Hier ist Psycho. Sind mit der Geisel unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Verstanden, ein Psycho. Auto nehmen, was Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Lauf die Treppen hoch, Kappa. Ja, ich bin tatsächlich die Treppen hochgelaufen. War deutlich einfacher als versuchen, zwei Stockwerke hochzuspringen. Auch wenn wir eine super Ausrüstung haben. Hä? Muss ich hier lang? Vielleicht sollten wir doch lieber laufen. egal, ich fahre. Ich habe einen vom Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke Ihnen meine Koordinaten. Kommen Sie her. Ich fahre. Okay. Vielleicht sollte ich doch laufen. Okay, ich laufe. Ich laufe. Hier überhaupt lang? Ich hab mich verfahren. Warum ist die Insel so groß? Und warum ist es Open World? Wie komme ich jetzt... Wo bin ich? Ich bin da. Ich glaube, ich bin falsch. Ich muss da zurück. Ich muss irgendwo... Ah, hier, guck mal, da geht's nach oben. Das sieht doch schon ganz gut aus. Was sagt die Uhrzeit? 47. Ich glaube, wir werden beim nächsten Checkpoint ausmachen. Warum Zombien? Weil sie den Text nicht können. Maximale Panzerung. Wir brauchen neue Verdammt, Witze. Verdammt, ich habe Kontakt! Hier wimmelt es von KVA-Truppen und weiß der Teufel was. Irgendwas tötet auf der ganzen Insel koreanische Soldaten. Wir müssen weiter. Du kannst gerne auf Discord. Ich rücke flussaufwärts zu einem Höhlensystem vor. Treffpunkt dort. Du kannst gerne auf Discord unterwegs. Neue Witze einreichen. Irgendwas tötet koreanische... Weißt du, ich lass ihn am Leben und er tritt sich und schießt einfach. Oh nein! Okay. Doch nicht auf mich. Maximale Panzerung. Was immer Hashtag und
Chester erledigt. Was haben die für Waffen? Bleiben Sie in Bewegung, Nomad. Da draußen sind immer noch drei Geiseln. Hoffentlich sehen sie besser aus als er hier. Oh Gott, was haben die für Waffen, Mann? Ausrufezeichen lustiger Witz. Ja, was soll ich denn machen? Vorsicht, Nomad, da kommt eine KVA-Patrouille auf Sie zu. Wo kommt eine Patrouille? Ich seh nix. Ich seh nix. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Hä? Könnte ich mich denn... Tolles Tarnfeld, okay. Da machen wir jetzt an der Stelle aus. Warte mal. Ich habe hier irgendwo noch die Szene vorbereitet. Gehst du off? Guck mal. Bam! Und bam. So, ja. Ich glaube, ich gehe off. Ich meine, es ist 23.50 Uhr, was erwartest du? Was soll ich jetzt noch tun? Sieht creepy aus. Was sieht creepy aus? Ah. Glatze? Hör mal auf jetzt. Abendprogramm. Du nennst 0 Uhr Abendprogramm? Was sieht creepy aus? Warte mal. Ich habe doch irgendwo noch hier Musik vorbereitet. Spielen wir die auf gut Glück ab. Passt doch, oder? Noch ein bisschen Brownie, bitte. Luna, was? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch zeigen soll. Wir haben heute DBD gespielt. Wir haben heute das Fortnite-Event gemacht, was auch mega cool war. Und dann noch ein bisschen Crysis. Und ich bin echt angetan von diesem Spiel. Nicht, weil es jetzt spielerisch so toll ist, sondern weil es unerwartet gut für die Switch ist. Grafisch als auch performancemäßig. Wie wird das Wetter morgen, Kappa mit Afrolocken? Ich habe gehört, in Teilen von Deutschland hat es geschneit. Gestern. Ich weiß nicht, ob es bei uns Schnee lag. Zeusus, weißt du, ob es in Berlin Schnee gab? Ich habe tatsächlich auch nicht die Wohnung verlassen. Ich habe nicht mal aus dem Fenster geguckt, Zeusus. Leider nicht. Ich habe nicht mal aus dem Fenster geguckt. Bioshock? Ich soll Bioshock spielen? Aber nicht mehr heute. Ich werde vermutlich gegen 8 Uhr aufstehen und arbeiten. 8 Uhr plus 8 Stunden arbeiten, 16 Uhr. Bis 16 Uhr werde ich dann arbeiten. Ich kann natürlich auch erst um 9 anfangen oder um 10. Aber wenn ich um 10 anfange, dann muss ich halt bis 18 Uhr arbeiten. Und dann kommen die Streams halt nur später. Voll beneidenswert. Nee, leider nicht. Warte, Isa sagt, es hat geschneit. Bei dir hat es geschneit. In Thüringen war das, ne? Sei froh, dass es bei uns nicht geschneit hat. Schnee bedeutet immer Kälte und Matsch und frühs, dass alles gefroren ist, ne? In Bioshock Remastered wurde ja das New Game Plus rausgenommen. Moment, was? In dem Game hier wurde New Game Plus rausgenommen? Warum das denn? Verarsch mich nicht. Auf jeden Fall haben wir das noch vor uns. Das ist Bioshock 1, Bioshock 2. Das sind alles Ego-Shooter-Spiele. Ich habe mir so viele Ego-Shooter-Spiele gekauft. Bioshock Infinite, Wolfenstein. Ich habe...
ihr müsst verstehen, es war Black Friday, es war so viel im Angebot und ich habe so viel gekauft. Oh mein Gott, Borderlands, Borderlands 2. Ich habe einfach zu viel gekauft. Was haben wir noch offen? Ja, Minecraft Dungeon spielen wir wieder mit Toffee. SpongeBob müssen wir auch weiterspielen. Du hast Escapist 2, Zeusus? Können wir sehr gerne spielen. Sehr gerne. Habe ich letztens mit Toda zusammengespielt. Du musst mir einfach mal privat schreiben, was du so für Spiele hast. Vielleicht finden wir das ein oder andere und das können wir sehr gerne mal zusammen machen. Brownie, du musst auch Far Cry spielen. Alle Teile. Ein paar sind im Angebot gerade. Far Cry gibt es nicht für die Switch. Müsste ich mir dann halt für PC kaufen, ne? Kann ich natürlich machen. Würde mich freuen, mache ich. Ja, mach das mal. Vielleicht haben wir ja noch andere gemeinsame Spiele. Also du kannst davon ausgehen, dass ich alle Spiele besitze, die du hast. Du musst mir eigentlich nur sagen, was du für Spiele hast und das passt dann. Brownie, ich glaube, sie will echte Spiele spielen und nicht deine versauten. Was? Was willst du mir jetzt sagen? Was für versaute Spiele, Barbie. Ich geb dir gleich versaute Spiele. Survivalist finde ich zum Beispiel gar nicht so geil, wie ich ursprünglich mal dachte. Nichts. Das hier finde ich richtig geil, Short Hike. Das ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Es kostet nur 6 Euro oder so. Ich habe sehr, sehr viele Spiele. Warte. Du hast viele Spiele. Hast du genauso viele Spiele wie ich? Guck mal. Ich glaube, ich habe weit mehr Spiele als du. Ich habe so ziemlich alles, was es gibt. Nein, ich habe nicht alles, was es gibt. Es gibt noch viel, viel mehr. So viel war das gar nicht, ne? Das sind vielleicht 100 oder so. Hab auf Konsole so 81 Spiele. Wo sehe ich denn, wie viele Spiele ich installiert habe? Geht das auf der Switch irgendwo? Ich glaube, das geht gar nicht auf der Switch. Ich glaube, auf der Switch geht das gar nicht, sich anzeigen zu lassen. Oder unter Systemeinstellungen? Datenverwaltung? Software? Speicherstände, ne? Nee, warte. Die Switch hatte ja heute ein Update. Man kann hier bei Switch Online gucken. Habe ein bisschen weniger, so 80% von deinen. Dann hast du aber trotzdem verdammt viel Spiele, Zeusus. Hier. Okay. Wie es aussieht, besitze ich die Einzelmitgliedschaft seit 2 Jahren und 2 Monaten. Und da ganz oben rechts seht ihr das, auf dem Server gespeicherte Spieldaten. Ich habe 211 Spielstände. Klar, zocken ist Liebe. Oh ja, zocken ist Liebe. Genauso wie Käse-Nuggets Liebe ist, ne? Oder Netflix-Abende. Oder Pizza. Da oben, 211 Spiele habe ich, wie es aussieht. Zumindest habe ich 211 Speicherstände, die ich auf der Nintendo Cloud gespeichert habe. Moment, das stimmt auch gar nicht. Es werden bis zu 99 Speicherdaten angezeigt. Unter Einstellung kannst du dir alle Daten ansehen. Es gibt viel mehr Speicherstände. Zum Beispiel Pokémon Schwert Schild. Kann man ja gar nicht in der Cloud speichern. Warum sieht dein Mii so aus, als würde er niesen? Er schläft. Es ist halt einfach schon verdammt spät.
Das sind ja nur die Spiele, die man speichern kann. Pokémon Schwert Schild zum Beispiel kann man gar nicht speichern. Genauso Animal Crossing. Ich werde nie rausfinden, wie viele Spiele ich besitze. Software. Ich habe noch 15 GB Speicherplatz. Uff. Nö, steht nirgendwo. Das sind zu viele Spiele. Aber ich guck mal, ich habe die meisten gar nicht mehr installiert. Alle 00000. Weil die nicht mehr raufpassen. Ist halt ein bisschen schade, ne, dass die Switch so klein ist. Vom Speicher. Speicherdaten löschen? Steht das jetzt hier? Okay, es ist abgestürzt. Steht auch nicht da. Brownie löscht einfach alles. Nein, um Gottes Willen. Ich werde meine Speicherdaten niemals löschen. Dann gehe ich weinen. Soll ich eine andere Position nehmen? Profil? Willst du angeben, Brownie? Nein, ich doch nicht. Wie groß ist deine Speicherkarte? Meine Speicherkarte ist... Warte. Oh mein Gott, warum sieht es so pervers aus alles? Warte mal, Gesichtsausdruck. Mach diesen Mund zu. So, schon viel besser. Meine Speicherkarte ist 400 GB groß. 400 GB groß, ich habe noch 60 GB Speicher. Ich habe aber auch ganz viel gelöscht. Aber ich muss dazu sagen, die meisten Spiele habe ich mir auf Cartridge gekauft. Die meisten Spiele habe ich mir auf Cartridge gekauft, weil selbst auf einer 400 GB Speicherkarte passt halt nicht viel rauf. Ne? Deswegen habe ich mir, wie gesagt, hier die meisten Spiele auf Cartridge geholt. Und halt diese Hüllen. Diese Hüllen finde ich richtig geil. Da kannst du halt 6 hier vorne reinmachen und 6 auf der Rückseite. Und dann hast du sie halt alle so schön verpackt in so einer Höhle. Und die habe ich dann nochmal sortiert. Okay, ich bin krank. Aber dann gibt es halt nur noch diese Spiele, die es nur digital gibt, was ich voll schade finde. Darunter zum Beispiel auch Outlast. Ein richtig schönes Spiel. Und das sind dann halt die Spiele, die ich nicht irgendwie weitergeben kann, ne? Ich könnte dir jetzt zum Beispiel einfach hier irgendein Spiel ausleihen, was du dann spielen kannst. Bei den digitalen Spielen geht das halt gar nicht. Bei den digitalen Spielen geht es nicht. Das finde ich voll blöd. Wobei, bei den digitalen Spielen kann man ja quasi einfach den Account geben und dann geht das ja auch. Ich glaube, man kann seinen Account auf bis zu 5 Switches gleichzeitig drauf haben oder so. Es ist 2 nach. Oh mein Gott, es ist schon 2 nach. Dann wird Zeit, schlafen zu gehen. Wir sehen Brownie doppelt. Die Kamera da, die habe ich vorhin installiert. Aber ich glaube, ich mache die nochmal weg. Irgendwie ist sie blöd. Ich mag mein Seitenprofil nicht. Ich muss hier nochmal nachschneiden. Ich mag meine Seiten nicht. Ich muss sie nochmal nachschneiden. Ich sehe die Musik. Die hier. Einfach auf YouTube. Einfach Glatze. Ja. Na gut. Leute, es wird Zeit auszumachen. Die Zeit vergeht einfach viel, viel zu schnell. Ich hoffe, du hast schon aufgegessen, Zeusus.
Und let's go Glatze und kein Bart. Nein, ich lass mir wieder ein Bart wachsen. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger kann schon sein. Du fängst jetzt an. Jetzt ist die Pizza bestimmt schon kalt. Du kannst doch nicht jetzt anfangen. Theoretisch kannst du die Pizza wieder neu reinmachen in den Ofen, oder? Die ist safe nicht mehr warm. Gandalf? Ja, war abgelenkt. Von was warst du abgelenkt? So, ich hoffe doch nicht von uns. Lauwarm. Vom Stream! Verdammt! Okay, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Sorry, dass du jetzt eine kalte Pizza essen musst. Von Brownies Schönheit. Oh, und kein Kappa. Kann sein. Ich freue mich übrigens auf den Donnerstag. Da kommt wieder ein neues Spiel raus. Und zwar Immortals Phoenix Rising. Ich hoffe, das wird ein geiles Game. Und ganz, ganz viel Liebe an euch. Danke, dass ihr hier wart. War echt wieder ein schöner Abend. Kaya Jana spielt Phoenix Rising. Ja, genau, Fabi. Und bald spielen auch wir Phoenix Rising. Ich hoffe, das Spiel kommt Donnerstag direkt an. Liebe geht raus und danke fürs Zuschauen. Danke fürs Vorbeigucken. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Abend und einen schönen Start in den Mittwoch, ne? Morgen ist Mittwoch, beziehungsweise heute. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Gute Nacht.